Jetzt fällt er, ne, rutscht langsam hier runter. Guckt euch an, wie viele Pfeile das Vieh braucht. Krass, so. Und da ist Lydia natürlich auch schon, sobald es nämlich außerhalb des Kampfes ist, kann sie sich wieder teleportieren. Überall Fisch. Oh, hier hatte mal jemand gelebt. Ja, deswegen baut man sich Türen ein. Piratenkönig des Abyssianischen Meeres? Oder Abyssianischen Meeres? Ja, man muss hier irgendwie ein Jäger gewesen sein, aber das ist ne, vielleicht ganz weit unten. Bis jetzt haben wir noch nichts darüber erfahren. Eine Schatzkarte. Vielleicht war er auch ein Schatzsucher. Warte mal, da drunter ist noch ein Geldbeutel. Mischtaktiken kann definitiv weg. Windhelm. Nee, Briefe. Kennen wir auch schon. Glaube ich auch schon. Rislav der Rechtschaffende ist auf jeden Fall ein wertvolleres Buch als die anderen. So, dann gucken wir uns mal die Schatzkarte an. Vielleicht kenne ich den Ort, ja? So ein Turm, irgendein Wachturm an einem, über einem Fluss, so wie das aussieht. Vor einem Berg, vor einer Stadt. Vor allem, mir fällt die Form irgendwie. Also mir kommt die Form nicht besonders bekannt vor. Naja. Vielleicht merke ich es mir. Ich kann mir das andere war irgendwie ein Galgen vor einer Burg, die irgendwie so mehrere aufeinanderbauende Türme hatte. Aber ob ich die mir jetzt im Einzelnen merken kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Na, dann wollen wir mal sehen, was da oben für uns ist eigentlich. Ich habe schon wieder total vergessen, warum wir da eigentlich rein wollen. Aber es reicht ja auch, dass wir wissen, dass es so ist. Was schwebt denn da hinten in der Luft? Oder schwebt da, so wie es aussieht? Ups. Ist eine Brücke? Wer weiß. Wir müssen auf jeden Fall hier wieder hoch. Und zwar ein ganz schönes Stück. Lydia ist immer noch bei uns, sehr gut. Der Drache ist auch wirklich verschwunden. Das ist auch sehr gut. Zwar machen die Drachen... naja, ich weiß nicht. Irgendwie gefallen mir die Drachenkämpfe nicht so besonders. Es ist halt entweder... bin ich noch nicht stark genug und sterbe halt sofort. Und ich gehe halt ins Dorf und dann ist es im Grunde genommen nur Pfeile schießen, bis er dann irgendwann endlich landet. Das ist halt das Problem, dass ich ihn nicht wirklich aus der Luft bekomme. Und dann immer darauf angewiesen bin, dass er irgendwo landet, damit man, oder zumindest hovert, über dem Boden irgendwie schwebt. Damit ich ihn treffen kann mit den Pfeilen. Denn Magie fliegt ja noch langsamer als Pfeile, so wie ich das gesehen habe. Die meisten Sachen zumindest. Die stärkeren. Und es lohnt sich dann natürlich nicht, sowas überhaupt in die Richtung zu werfen. Nur damit er dann wegfliegt. So. Mit den Panzerhandschuhen zurückgekehrt. Tretet ein. Yay. Sofort mit unserem Häuptling. Okay. Können wir machen. Aber erstmal komme ich zu dir hoch. Hallöchen. Ihr seid mit den Panzerhandschuhen zurückgekehrt. Tretet ein. Sprecht sofort mit unserem Häuptling. Wer ist der, deren Häuptling? Es ist definitiv nicht Bola. Er wird wahrscheinlich hier drin sein. Urok. Ah, da ist Häuptling Mahulak. Ich fasse es nicht.
Ihr habt die Finger des Meisterschmieds gefunden. Ich bin beeindruckt, Fremdling. Noch nie ist jemand von dieser Aufgabe zurückgekehrt. Und jetzt gibt sie mir, beim sonst Codex sterbt ihr. Des Malakat. Ich ernenne euch zum Blutsverwandten der Orks. Lasst alle Festungen wissen, dass ihr nun zur Familie gehört. Oh, cool. Bei all dem Ärger hätte ich eigentlich mir etwas mehr Dankbarkeit erwartet. Nein, ich fühle mich geehrt. Ihr könnt gerne bei unseren Schmieden Ork-Waffen und Rüstungen kaufen. Trainiert mit meinen Kriegern oder kauft Gifte bei der weisen Frau. Bei der weisen Willkommen Frau. Willkommen in unserer Festung, Blutsverwandter. Yay, wir sind ein Blutsverwandter der Orks. Mein Bruder will mir ständig diese Fantasiegeschichten über meine Tanten und unseren Vater aufbinden. Er ist verrückt. Seid ihr hier, um eben Erz zu kaufen? In unserer Schwarzadermine gibt es jede Menge davon. Oh. Ihr seid also der Häuptling, ja? Ja. Ich verdiente mir diese Stellung, als ich meinen Vater im Duell tötete. Hm. Eines Tages werde ich einen Sohn haben, der mich herausfordert, wenn ich zu alt zum Anführen bin. Dann hat die Festung einen neuen Häuptling. Doch bis dahin habe ich allein das Recht, Frauen und Kinder zu haben. Dadurch bleiben wir stark. Mhm. Heißt es dann eigentlich, dass ich ihn herausfordern kann und dann zum Häuptling werden könnte? Wahrscheinlich nicht. Wie regieren die Orks sich selbst? Der Kodex des Malakat ist in den Festungen sowohl Tradition als auch Gesetz. Verletzt ihn und ihr müsst den Blutzoll bezahlen. Hm. Der Kodex ist nirgendwo niedergeschrieben. Er wohnt in jedem Ork. Und alle, die in den Festungen leben, befolgen ihn. Die Regeln sind für Fremdlinge denkbar einfach. Bestehlt oder greift jemanden in der Festung an und ihr bezahlt den Preis. In Gold oder in Blut. Na, okay. Gibt es in der Festung irgendwas zu tun? Wie wär's mit einem kleinen Test? Eure Muskeln gegen meine. Der Verlierer schuldet dem Sieger 100 Goldstücke. Oh oh. Wollen wir es einfach mal probieren? Komm, abgemacht. Das wird eine gute Übung. Dann mal los. Und jetzt werde ich verprügelt. Los! Ihr hättet nie herkommen. Ich kann irgendwie wieder nicht beide Tasten gleichzeitig drücken. Ich glaube, er ist stärker als ich. Und sie muss natürlich direkt im Weg laufen. Lydia auch. Ja, er hat wesentlich mehr Kraft als ich. Kann man überhaupt blocken? Ich glaube nicht. Ich wehr mich doch, aber er ist stärker als ich. Ich hau einfach immer weiter. Ich mache ihm fast gar keinen Schaden. Ja, okay, ich glaube, wir haben keine Chance. Jetzt kommt auch noch ein Drache an. Oder was weiß ich. Plötzlich geht die Kampfmusik auf jeden Fall los. Wir haben aber keine Chance. Das waren die 100 Goldstücke, glaube ich. Das hätte man sich aber auch denken können. Tja, naja. So ist das halt. Oh, okay, sie fängt den Kampf mit den mit dem Ding da an. Noch irgendwas? Seid ihr hier, um eben Erz zu kaufen? In unserer Schwarzadermine. Was passiert, wenn ich jetzt in ihrem Weg stehe? Ich speichere mal. Haut sie dann trotzdem noch drauf zu? Ja, okay. Sie trifft einen nicht. Mein Bruder will mir ständig diese Fantasiegeschichten über meine Tanten und unseren Vater aufbinden. Er ist verrückt. Da können wir auch gleich reingehen. Ich will mich nur mal noch ein bisschen umhören. Umschauen. Ist sie wieder hier oben? Ja. Mauhulak. Er will ein Häuptling sein, aber er verbringt zu viel Zeit damit, wegen Frauen Trübsal zu blasen. Mhm. Ola und ich sollten ihm doch reichen. Er will mehr Frauen, natürlich. Bola. Ich habe mehrmals in den Eingeweiden gelesen, aber ich finde einfach nicht heraus, warum Mauhulaks Frauen ständig von Unheil heimgesucht werden. Hm.
Erzählt mir mehr über euer Volk. Wir waren schon lange vor den Nord den Himmelsrand. Unsere Lebensart ist einfach. Alle arbeiten, um den Stamm stark zu machen. Nur die Tapfersten dürfen anführen und auch heiraten. Ein großer Häuptling kann viele Frauen haben und tapfere Kinder großziehen. Mhm. Weise Frauen wie ich sind Mütter von Häuptlingen. Wir leiten den Stamm an und beraten ihn, wie er dem Willen Malakats folgen kann. Okay. Wer ist Malakat eigentlich? Er ist unser Herr und Schöpfer. Der dädrische Fürst des gegebenen Schwurs und des blutigen Eids. Mauloch lehrt uns, alle Worte mit Taten zu ehren. Blut von seinen Feinden und Stärke von seinen Verbündeten zu fordern. Mhm. Er behütet alle Orks wie seine Kinder. Diese Tatsache vergessen jene, die die Festung verlassen, nur allzu schnell. Okay, was habt ihr denn zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Das mache ich gerne. Sie hat eine Biene. Wieso auch nicht? Okay, ihr verkaufen könnten wir ein bisschen Zeugs. Gift der Furcht zum Beispiel, Ausdauer senken. Sowas halt. Und auch das ganze Zeug, was ich eh nicht brauche. Und hey, das Rezept kann sie auch haben. Drachenknochen behalte ich aber. Mhm. Hirsch können wir auch ausnehmen, wenn wir wollten. Aber irgendwie will ich den Leuten noch nichts stehlen. Urok und Dushnamuk waren so nette Kinder. Ich habe sie gehalten, als sie mit angesehen haben, wie ihre Mütter nach der Geburt gestorben sind. Jetzt kennen sie mich am besten. Hm. Was ist da passiert genau? Warum können wir ihn nicht darüber ausfragen? Naja. Vielleicht, wenn wir ein Ork wären, würde es gehen. Gucken wir erstmal in seinem Häuschen nach. Vielleicht finden wir hier drin ja was. So wie es aussieht, nicht. Mal abgesehen von Zeug, was ich vielleicht looten will. Erlesener Geschmack. Ist nichts Neues für uns. Zufallsfehler an. Nee, es ist im Grunde genommen nur ein Schlafraum. Eine Küche und noch eins für ihn selbst. Ja, ist halt ein einfacheres Leben. Gut. Hatten die da gerade eine Skiva-Trophäe an der Wand? Ist jetzt nichts Besonderes eigentlich. Darauf sollte man nicht so super stolz sein. Skiva sind nicht stark. Okay, dann weiter nach Süden. Richtung Steinbachhöhle. Kommen wir, glaube ich, auch einfach... Ach so, hier oben ist die Mine, ne? Wow. Hier sind die ganzen Gräber. Die wir theoretisch auch bestehlen könnten. Aber nee, ich will ja darüber gehen. Hier ist also doch mehr, als ich gedacht habe. Hätte ich mir eigentlich gleich denken können, als er gemeint hat, er hätte eine Mine mit... was war das? Ebenerz? Sucht ihr nach Dushnamuk. Die Minen sind ganz in der Nähe. Ihr bringt mir Erz, ich gebe euch Münzen. Hm. Was habt ihr denn so? Die besten Waffen und Rüstungen. Na, dann gucken wir mal, was er wirklich hat. Aha, Zwergenschwert. Orkische Streitaxt. Naja, ist ganz nett. Rüstung. Schuppenstiefel sind allerdings nicht schlecht. Was waren meine Stiefel? Achso, der Muskelkraft. Hm. Die haben 20 Rüstung und die Schuppenstiefel 22. Naja, ob sich das lohnt. Aber wir können ihm mein Zeug verkaufen. Haben wir noch irgendwas, was er haben kann? Ja. Hier diese ganzen Sachen, die ich wirklich nicht gebrauchen kann. Eure Waffen und Rüstungen eigentlich sind beeindruckend. Man sagt, dass Orks den Umgang mit dem Hammer schon im Mutterleib erlernen. Es ist Tradition, dass Mütter ihren Kindern das Schmieden beibringen. Mhm. Hat ein Häuptling eine zweite Frau, wird sie daher Schmiedefrau genannt. Aha. Kämpf wacker. Interessante Sachen, die wir hier so erfahren.